Halleluja, es ist Dienstag. Dienstag ist wieder From Nose to Tail Tag. Heute gibt's einen richtig geilen Cut. Und zwar einen Cut, den definitiv nicht jeder kennt, sondern nur die Grillkenner. Und jetzt du. Alles Weitere nach dem Intro. Und wir sprechen heute vom Spider Steak oder vom Fledermäusle oder auch vom Kachelfleisch vom Rind. Genau, das gibt's auch. Und jetzt willst du natürlich wissen, also du willst wissen, wo es herkommt. Der Manuel nicht, weil der Manuel will einfach nur noch essen und Hauptsache schmeckt. So sieht sie mir aus. Hier haben wir wieder. Ich gehe mal rüber, weil schwarz auf schwarz geht halt einfach nicht. Da haben wir wieder Elsa, unsere Kuh oder Else. Auch Erich. Else. Oder auch Erich, weil einer hat kommentiert, Moment mal, das ist doch ein Bulle da unten. Und da hängt doch gar kein Euter raus. Und da müssen wir natürlich genderspezifisch absolut korrekt sein. Dann nennen wir unsere Kuh, unseren Ochs, unseren Bull, wie auch immer, entweder Else oder Erich. Du darfst entscheiden, wie soll er heißen. Einfach drunter posten, nicht vergessen. Aber wir sind jetzt beim Spider Steak. Wo kommt es eigentlich her? Da hinten, da sitzt es im hinteren Teil einfach auf dem Schlossknochen, schön versteckt, gibt es zwei Stück, sind relativ klein, also bleibt. Alles gut, stehst noch, gut, alles klar. Also, sind zwei Stückchen, rechts und links, oben auf dem Schlossknochen ist es hintenrum ein bisschen versteckt, sind ein paar kleine Steaks, aber ungemein lecker und deswegen zeige ich dir jetzt, wie wir unser Spider Steak am besten zubereiten. Und eigentlich, warum Spider Steak eigentlich auch Spider Steak heißt. Also mit einer Spinne hat das ja nicht viel zu tun. Das ist ja schon mal klar. Aber den Namen Spider Steak bekommt es deswegen, weil du hast jetzt hier eben nicht so richtige Fetteinschlüsse dran, sondern das ist jetzt quasi wie so ein Netz oben aufgeschlüsselt. Ne? Also siehst du jetzt so die Fett und deswegen heißt es einfach Spider Steak. Oder Fledermäusle, weil im Prinzip so ungefähr ein bisschen wie eine Fledermaus. Aber vielleicht weißt du ja, wir mögen unser Fleisch absolut am liebsten total puristisch. Und was wir richtig lieben, ist einfach eine gusseiserne Pfanne oder einen Dutch Oven zu nehmen, den auf unsere Kohlen zu stellen. Und da brauchen wir natürlich richtig brutal Hitze. Deswegen nehmen wir jetzt hier die Marabu-Kohle von Mac Briquette. Da kriegen wir richtig Hitze hin. Und dann warten wir jetzt ungefähr mal so 3-4 Minuten. Dann ist die Pfanne brechend heiß und dann lädt's. Und dann geht's auch schon los. Heiß. Das war heiß. Okay. Unser Pfann ist jetzt richtig heiß. Und jetzt nehmen wir unser Spider Steak. Und am besten natürlich erstmal mit der Seite, wo ein bisschen der Fettanteil ein bisschen größer ist. Und da machen wir jetzt gar nichts. Wir machen kein Salz drauf, gar nichts, sondern hauen es direkt in die Pfanne. Und jetzt bricht's richtig gleich rein. Jetzt kommt ein richtig geiler Sound. Achtung, los geht's. Geil. Und jetzt braten wir das wirklich von beiden Seiten richtig kross an. Dauert nicht lange, weil das Spider Steak natürlich nicht dick ist, auch nicht groß ist, hat bloß 300 Gramm. Jetzt wird es von beiden Seiten richtig kross angegrillt und dann kommt es schon wieder raus. Ein paar Minuten später haben wir unser Steak fertig. Jetzt zeige ich dir nochmal die Rückseite. So sieht's aus. Richtig geil. Jetzt kommt es hier unten auf unser Brett. Ne, nicht unten, sondern hier drüben auf unser Brett. Jetzt lassen wir es nochmal ganz kurz ein bisschen nachziehen und dann schneiden wir es an. Wir haben es jetzt hier auf eine Kerntemperatur von 54 Grad ziehen lassen. Gar nicht viel höher, weil das dann einfach ein bisschen nicht so geil wird. Und wir einfach das mögen. 54 bis 56 Grad ist unsere Kerntemperatur, die wir am liebsten mögen. Du musst natürlich selber für dich entscheiden. Also wie gesagt, 2-3 Minuten ruhen lassen und dann wird angeschnitten. 3 Minuten haben wir es ziehen lassen. Jetzt schneiden wir es einfach mal an. Ich würde sagen, einfach mal mittig und dann schneiden wir uns ein paar Tranchen runter. Und dann gucken wir mal nach, wie es aussieht. Guck mal. Sehr, sehr geil. Du kannst natürlich das gerne auch ein bisschen ziehen lassen. Wie gesagt,
Wir, wie gesagt, mögen es so. Und jetzt schneiden wir uns da ein paar Tranchen runter. Da kommt der Manuel vor die Kamera und dann wird probiert. Klar. We love salt. Yes. Ich mach hin. Wir haben nicht mehr lang. 27. Komm. Salz. Bisschen Salz drüber. Mehr muss gar nicht. Hau alles raus. Genau. Hau alles raus. Hier haben wir es. Gutes Stück Fleisch. Und jetzt wird gekostet. Sehr geil. Vom Geschmack. Die Kruste ist mega. Doch das, was man in der Pfanne gemacht hat, das ist gleich wie ein Plancher, eigentlich in die Pfanne. Also Steak und Pfanne finde ich mega geil mittlerweile. Es hat mehr Biss auf jeden Fall. Und deswegen erstmal mal runter. Es hat auf jeden Fall mehr Biss, als wie jetzt zum Beispiel ein Filet oder manche andere Stücke. Aber geschmacklich ist es ganz, ganz vorne mit dabei. Und? Also wirklich ein richtig herber, schöner Geschmack. Wer Fett nicht mag, hat natürlich verloren, da ist Fett drin, aber wie gesagt, geiles Stück Fleisch. Ich glaube, mehr gibt es dazu gar nicht zum Sagen. Ihr macht das Ding einfach nach, kauft es beim Metzger. Bei uns woanders kriegt das eh nicht. Genau, stimmt. Das kriegt, sowas kriegt er nicht vom Discounter. Aber ich wollte sagen, wir haben nämlich nur eine Minute auf unserer Uhr. Hier, wir müssen den Abspann machen. Da oben steht es. Liken, kommentieren, abonnieren. Wenn du es noch nicht getan hast, wir bringen 3 Videos die Woche halt immer raus. Immer am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Ich muss mir jetzt beeilen, weil sonst ist der mir wirklich alles weg. Und wir sehen uns wieder. Und zwar, wenn es nächste Mal wieder heißt MG Barbecue. Gutes Stück Fleisch. Solide.